Und wir sollten online sein, sagt er. Ist das so? Auf meinem Twitch-Browser sehe ich noch, gleich geht's los. Aber ja, das hat auch eine leichte Zeitverzögerung. Ja, das kann natürlich gut sein. Ich habe das nur gemutet an wegen des Chats. Oder hast du den Chat im Blick? Dann kann ich mich im Browser ausmachen. Ich habe den Chat tendenziell im Blick. Also kannst du... Tendenziell sieht man jetzt einen Microsoft-Hintergrund. Jetzt ein rotes Bild. Wir sollen es ja so beschreiben, ne? Hast du gesagt. Also damit jeder, der das später hört, auch weiß, was er sieht. Ich muss mal dem Matthias noch sagen, dass er draußen den Ton ausmacht, weil sonst höre ich dich doppelt. Das kann man nicht so oft hören. Echt? Kann man mich wirklich zu oft hören, Sven? Ach so. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Frohes neues Jahr an euch alle da draußen. Gesundes neues Jahr und verspieltes neues Jahr und was so alles dazugehört. Ja, das Ganze von mir natürlich auch. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen, habt schon viel gespielt. Ja, alles in Ordnung bei euch. Und ja, dass hier natürlich ganz viele Leute jetzt heute dazukommen. Muss der Slow-Chat-Modus, nee, muss nicht, kann ich den ausschalten? Ist die Frage. Ich bin doch hier so ein Noob, was Technik angeht. Wenn du mir sagst, wo ich den ausschalten kann, Unique Psycho. Ich wusste nicht mal, wer oder was ein Slow-Chat ist, aber klingt langsam. Dass Benutzer nur innerhalb von 30 Sekunden Nachrichten abschicken können. Also man muss dann 30 Sekunden warten, bis die nächste Nachricht. Das ist auch voll okay. Dann gibt man uns Zeit zu babbeln. Das passt schon. Ja, wir hatten uns ja gerade schon ausgetauscht. Wir sind gut ins neue Jahr gekommen. Was hast du denn zuletzt gespielt, lieber Malte? Zuletzt gespielt habe ich tatsächlich Clask vor für 4, wie auch immer. Also das große runde Vierer Clask. Das hatte ich mir irgendwie im Herbst, da gab es mal so eine Rabattaktion, wenn man beide Clasks geholt hat. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe überall tatsächlich, weil man damit ja wirklich jeden irgendwie an den Tisch kriegt. Das war das letzte am Wochenende tatsächlich, ja. Genau. Ja, cool. Das macht auch definitiv Laune. Ja, ja. Außerdem erinnert es mich immer an den glorreichen Sieg gegen Hunter und Sebastian, Alter. Ich bin so ein bisschen durch gegen Hunter und Sven bei unserer Challenge damals. Genau, den anderen Sven. Ja, ja, ja. Oh, da können wir, es gibt ja hoffentlich ein Rematch dieses Jahr. Dann im Mai, wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir mal gucken. Termin steht, glaube ich, noch nicht hundertprozentig fest. Dann hoffentlich nicht dann, wenn ich im Urlaub bin. Das wäre sehr schade. Dann musst du uns deinen Urlaub mitteilen. Wie auch immer. Und was hast du neu gelernt, ist die zweite Frage, die wir hier ja immer... Ja, ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt in meine App gucken, aber es war auf jeden Fall Stroganoff von Game Brewer und Arcana Rising und Fantastic Factories an einem Wochenende. Von daher die drei. Okay, das neu ist gelernt. Ein ordentliches Programm. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und dann spiegel ich die Frage doch einfach direkt überraschenderweise zurück. Was war dein letztes Spiel, was du gespielt hast? Ich habe da mal was vorbereitet. Ach du, ja, das hättest du mir was gesagt. Ich hätte ja auch mal so einen Clask in die Kamera halten können. Ja, ne? Nee, ich aber du machst jetzt wahrscheinlich wieder Werbung, ne? Ja, genau. Genau, auch wegen der Werbung. Land und Meer wird es auf Deutsch heißen. Haben wir hier mit dabei. Meer mit Doppel-E oder mit EH? Und das ist ein wunderbares Legespiel für 2 bis 4 Spieler. Eine Seite spielt das Land, die andere Seite das Meer und man bekommt eben Punkte für abgeschlossene Gebiete, für Korallen und Berge, für Handelsrouten. So, jetzt haben wir hier eine andere Kamera. Und wenn man zu dritt spielt, kommt noch eine dritte Rolle mit rein und das hatte ich jetzt tatsächlich neu gelernt am Wochenende und das hat auch echt Laune gemacht. Und das Projekt in der Spieleschmiede wird diese Woche losgehen. Genau, also deswegen, das habe ich zuletzt gespielt am Wochenende. Ja, Pro-Tipp auf jeden Fall, wenn man da gewinnen will, sollte man nicht mit mir im Team sein. Erfahrungsgemäß habe ich dieses Spiel bis jetzt nur haushoch verloren. Ja, okay, und was hast du zuletzt neu gelernt? Also welches Spiel hast du neu kennengelernt? So?
Das ist tatsächlich, das war nicht letztes, also vergangenes Wochenende, sondern die Woche davor. Da hatten wir einen Spieletag gemacht, wo wir nur Pile of Shame-Spiele gespielt haben. Und da war das letzte dann Urland tatsächlich. Von Doris und Frank Spiele. Wer mich kennt und mich schon ein bisschen verfolgt, weiß, Ursuppe ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele und es hat jetzt ewig gedauert, bis ich Urland, den Nachfolger, mal auf den Tisch bekommen habe. Und so schnell wird er tatsächlich leider auch nicht mehr auf den Tisch kommen. Ja gut, dann also muss man Ursuppe, durch. Mega, mega lustig. Urland hat uns jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Aber gut, also eine Chance kriegt's nochmal und dann sehen wir weiter. Okay. Aber also du hast, also ja, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, du hast also auch schon sehr viel gespielt in diesem Jahr. Ja. Und ja, Spielen ist natürlich jetzt, ich mache mal eine elegante Überleitung, wenn das okay für dich ist. Spielen ist natürlich absolut ein gutes Thema beim Brettspiel-Podcast. Genau, man kann ja nicht nur zu Hause spielen, sondern witzigerweise offensichtlich kann man auch auf Fährschiffen in stürmischen Gewässern Brettspiele spielen, was erstmal nach einer ziemlich abgedrehten Idee klingt. Und deswegen haben wir jetzt den Felix da, der nämlich genau das in die Tat umgesetzt hat. Quasi eine Brettspiel-Cruise, eine Fährfahrt, bei der auch eben Brettspiele gespielt werden, während man irgendwie in die Nordlichter schippert oder so. Und ja, da sich mein und ich glaube auch dein Wissen, Sven, bis jetzt ja mehr so auf die Erfahrungsberichte der geschätzten YouTube-KollegInnen bezieht, oder beruft, würde ich sagen, holen wir den Felix so einfach mal rein, weil der kann uns, glaube ich, am besten erzählen, was es damit eigentlich auf sich hat und wie man auf so eine Idee überhaupt kommt, irgendwie im Atlantik im November Brettspiele zu spielen. Ja, würde ich sagen, machen wir das doch mal. Ja, klingt nach einem Plan. Jetzt haben wir einen schönen Schneemann als Hintergrundbild, finde ich super. Ein Schneemann? Also ich sehe zumindest jetzt bei mir in unserem Konferenzraum hier den Weihnachtsschneemann im Hintergrund. Du machst ja komische Sachen. Ich mache gar nichts. Wie du siehst hier, meine Hände sind weit weg von der Tastatur und von der Maus. Ach ja, da ist jetzt sehe ich den. Ich sehe auch im Moment nur mich. Also ich sehe mich eigentlich morgens immer schon genug, aber jetzt sehe ich gerade nur mich. Ich weiß nicht. Ah, jetzt sehe ich auch dich wieder. Aber sehen wir auch den Felix? Das ist die spannende Frage. Noch nicht, aber bestimmt noch nicht. Gleich. Ich okay, könnte mir das vorstellen, der dass der Matthias da draußen am Rödeln ist. Dass Felix dazukommt. Ja, siehste, das... Jetzt sehen wir auch Felix. Hervorragend, da ist er. Und er ist noch gemutet, liebe Regie. Ja, das ist auch gleich anders. Ach so, okay. Noch bist du gemutet, lieber Felix. Jetzt hören jetzt wir nicht mehr. Felix auch. Ah. Sehr schön. Es hat ein funktioniert. Ja, guten Abend. Moin. Grüßt euch. Moin. Hi. Im Norden sagt man Moin. Jetzt dachte ich erst, ich wäre der Schneemann, weil ich sehe den Schneemann gar nicht, aber anscheinend nicht. Ne? Ist auf jeden Fall ein sehr hübscher Schneemann gewesen. Dann übernehme ich den Schneemann. Ja, grüß dich Felix, du hast ja vielleicht gerade schon mitbekommen, wir haben unsere zwei obligatorischen Standardfragen immer am Anfang vom Stream und ja. Den musst du dich natürlich auch stellen und die erste Frage ist natürlich, was ist das letzte Spiel, was du gespielt hast, bevor du quasi zu uns gekommen bist? Ich wusste, dass es kommt. Ich hab das letzte Spiel, was ich gespielt habe, ist Tempo kleiner Fisch. Ein Spiel für, ich glaube, Dreijährige, was ich mit meiner kleinen Tochter gespielt habe. Aber super, macht total Spaß. Kannst entscheiden, ob du Fisch bist oder Angler. Wir sind immer die Fische, weil wir halten es irgendwie eher mit den Tierchen und müssen dann ganz schnell von diesem Schiff abhauen. Macht Spaß. Sehr zu empfehlen für ganz Kleine. Und okay. Macht auch als Erwachsener trotzdem noch ein bisschen Spaß. Ja. Es gibt ja so Kinderspiele, die spielt man einfach mit und denkt sich, mache ich. Aber es gibt ja auch welche, die halbwegs lustig sind dann noch. Ja, es macht Spaß, auf jeden Fall. Also doch, kann man echt gut spielen. Ist witzig. Man muss halt so ein bisschen einsteigen, das ein bisschen theatral verpacken und dann den kleinen Fischen noch Namen geben und dann lauf kleiner oder schwimm kleiner Fisch rufen und dann macht das total Spaß. Cool. Schön. Ja, und schön. Für später, wenn sie noch so ein, zwei Jährchen älter ist, kann ich jetzt schon mal Leo muss zum Friseur empfehlen. Oh, das ist mein absolutes Lieblingsspiel mit Kids. Das klingt nach einer Löwenmähne, die geschnitten werden muss.
Richtig, mit so ein bisschen Memo-Effekt. Also du musst dir, ihr müsst ihr kooperativ, ihr wollt einen Weg lang laufen und da sind andere Tiere, mit denen ihr euch unterhalten könnt und das auch tun werdet, wenn ihr die falschen Karten ausspielt. Und so gehen die Tage halt rum, wenn man die ganze Zeit nur schnackt und dann kommt man halt nicht zum Friseur. Und man hat 4 Tage Zeit und der Weg bleibt immer der gleiche und muss sich eben den Weg einprägen, damit man dann die passenden Karten spielt. Also das... Klingt super. Danke für den Tipp. Direkt noch was gelernt hier bei uns. Schrecklich. Ja, ne? Und ja, und was ist das letzte Spiel, das du neu kennengelernt hast? Das ist auch das Tempo Kleiner Fisch gewesen. Okay. eine Antwort für 2 Fragen. Ich bin ganz sparsam heute. Aber ich hab noch jede Menge Spiele im Keller, die ich noch durchaus alle probieren muss. Ich habe es ein paar Leuten auf der letzten Boardgame versprochen, dass ich mit mehr Fachwissen zurückkomme in einem Jahr. Und das Fachwissen liegt quasi noch bereit und wartet darauf, von mir entdeckt zu werden. Sehr schön. Und ich halte mein Wort in der Regel. Das heißt, du bist noch gar nicht so der Brettspiel-Nerd, wenn man so will. Nee, würde ich nicht sagen. Nee, aber ich habe das, also ich bin Freund der Brettspiele, vor allen Dingen aber seit ich sie kenne, der Brettspielszene, in die habe ich mich geradezu verliebt, in die Brettspiele noch nicht so sehr wie in die Szene. Aber das kommt auch noch. Aber ich bin immerhin ja auch zu dieser Tour über Brettspiele gekommen. Insofern bin ich ein Nerd. Ich weiß nicht, wo das anfängt und wo der Enthusiast anfängt oder wo der Liebhaber aufhört. Das ist ja alles fließend irgendwie. Ich mag's. Das ist das Wichtigste. Ich mag's. Ja. Aber ich kann ja direkt dazu erzählen, wie ich denn dazu gekommen bin. Soll ich das einfach erzählen? Weil dann erzählt sich vielleicht auch so ein bisschen meine Geschichte zum Brettspiel. Soll ich? Das passt doch, würde ich sagen. Ja, dann müssen wir dich gar nicht fragen, sondern du erzählst einfach, das ist auch voll okay. Ich wollte jetzt nicht euer Programm durcheinander bringen. Und das Programm bist du, das ist voll okay. Das Szenario umschreiben müssen, Nervenzusammenbrüche in der Regie und so weiter und so fort. Nein, also es kam dazu, ich war mit meinem besten Freund Felix in Kopenhagen und wir sind da durch die Straßen gelaufen und dann haben wir so ein unglaublich geiles Café gefunden, das Bastard Café. Das ist ein Brettspielcafé in Kopenhagen, riesig groß, ich glaube mittlerweile 3 Häuser, die komplett mit Brettspielen ausgestattet sind, jeden Abend voll, bei Corona vielleicht nur halb voll mit Sicherheitsabstand, wobei die denen da auch nicht so genau sind, glaube ich. Aber auf jeden Fall hat uns das unglaublich fasziniert, in diese Welt einzutauchen, dieser Brettspiele. Es war einfach faszinierend irgendwie. Wir sind da dann total drin versackt und waren dann gefühlt unseren ganzen Kopenhagen-Urlaub nur noch in diesem Café. Auch meine erste Begegnung mit den Erklärbären, ein schöner Begriff, gibt's tausende, glaube ich, für die Meister ihres Fachs, die einem tausende von Spiele erklären, die man noch nie gehört hat. Es war einfach großartig, in diese Atmosphäre da einzutauchen und sich Spiele zu zeigen zu lassen, die ich schon gar nicht mehr weiß. Wir sind am Ende, das gebe ich ja zu, ne? Mein Lieblingsspiel ist wirklich noch Catan. Ich lasse mich da aber auch gerne noch weiter überzeugen und weiterbilden. Das ist ja so die Einsteigerdroge, das Marihuana der Brettspielszene. Aber macht auch genauso müde, oder was meinst du? Ja, oder? Nein. Also mir macht es immer wahnsinnig viel Spaß. Ja, ist voll okay. Ist voll okay. Aber das hat ja auch irgendwie, das Brettspiel an sich hat ja auch immer diese soziale Komponente. Ne, irgendwie. Und die ist für mich eigentlich das A und O des Brettspiels und das, was ich daran wirklich toll finde. Das ist nicht immer das Spiel, sondern eigentlich das Miteinander, dass man in der Community sitzt und gemeinsam ein Ziel verfolgt, dieses Spiel zu besiegen und es zu schaffen und fertig zu kriegen. Auf jeden Fall ist dort dann diese Idee entstanden, Mensch, lass uns doch mal irgendwas mit Brettspielen machen. Wenn es diese geile Community gibt, wenn es diese geilen Spiele gibt, wenn es dieses Setting an sich schon so toll ist, irgendwie, dann muss man doch irgendwas damit machen. Das war erstmal so diese
Grundidee, meine Grundidee, irgendwann mal mit Brettspielen zu machen. Ausgefeilter und in die Tat umgesetzt wurde das Ganze dann, nachdem ich auf dieser Fähre mal gefahren bin, und zwar auch im Winter. Und es war einfach niemand dort an Bord. Es war einfach ein leerer, ungenutzter, aber unglaublich wunderschöner Raum in einer unglaublichen Natur. Und da ist dann die Idee gekommen, diese beiden Ideen zusammenzubringen und zu einem zu machen, nämlich dieses Setting aus dem Bastard Café mit Spieleerklärern, mit Spielen, mit dieser Community an Bord zu bringen und diesen superschönen Raum zu nutzen für ein Brettspielfestival. Und das haben wir dann umgesetzt. Und letztes Jahr. Das ist schon mal direkt faszinierend, dass man so als mehr oder weniger Neuling in der Szene da direkt so von überwältigt ist, zu sagen, da will ich was drin und mitmachen. Mega. Ja, und ja. Wie lange hat es gedauert von dem Besuch im Bastard Café bis so zur ersten Blaupause der Boardgame Cruise dann? Ich glaube 2 Jahre. Ja, ziemlich genau 2 Jahre waren das. Ja. Okay. Ja, das muss natürlich alles ordentlich geplant sein. Ne? Das ist, wir wollten da auch niemanden zu einladen, und im Endeffekt haben wir nichts an Bord, keine Spiele, keine Erklärer, keine Profis, keinen Workshop, kein gar nichts, sondern nur eine leere Versprechung, und das wollten wir schon ordentlich machen. Und das bedarf denn schon so ein bisschen Planung. Natürlich mussten wir auch die Reederei mit ins Boot holen, die ich glaube auch bis dahin noch überhaupt nicht wusste, dass es Brettspiele gibt, und auch ein bisschen sehr skeptisch war, ob das denn auch funktionieren kann. Aber die Jungs sind total toll und haben dann gesagt, ach komm, wir glauben euch das und lassen uns da auch mal mit drauf ein und machen das einfach mal zusammen und probieren das aus. Und ich glaube, alle, die letztes Jahr dabei waren, haben auch gemerkt, mit wie viel Enthusiasmus auch das Team an Bord selbst dann mit dabei ist. Die haben, schönerweise hat das ganze Team des Restaurants ich glaube, nach der Hälfte der Tour war das, haben sie dann von ihren Chefs tatsächlich jeden Abend frei bekommen, um sich unter uns zu mischen und mitzuspielen. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es das dort gab. Das ist eine ganz tolle Atmosphäre, ganz tolle Menschen. Es macht wahnsinnig Spaß. Ja, cool. Und das letztes Jahr war aber auch die erste Fahrt dann? Oder gab es schon mal vorher einen Testlauf irgendwie? Nee. Also wir haben noch ich mache so ein Krimi-Festival dort noch an Bord, die Crime Cruise. Das ist aber komplett was anderes im Prinzip. Wow, ich sehe ein schönes Bild von mir und Peter. Genau, wir lassen da immer mal Bilder reinfliegen für die Podcaster. Versuchen wir die immer so ein bisschen zu beschreiben, würde ich noch sagen. Also ich glaube, wir sehen hier Inka und Markus Brandt. Inka und Markus, alles toll. Genau, Inka und Markus, herrlich. Die sitzen auf einer Bühne vor Publikum. Also ihr habt da auch nicht nur dann Brettspiele gespielt, sondern es gab auch Interviews und Workshops, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, genau. Ja, zum Workshop, das ist nochmal ein gesonderter Posten, da komme ich gleich vielleicht zu. Es gab Interviews, wir hatten jeden Abend eigentlich hatten wir unterschiedlichste Leute auf der Bühne. Ich habe ein bisschen interviewt, wir haben das sehr fließend gemacht. Der Sven Siemen hat super interviewt, hat ein Live-Brettballett gemacht zum Beispiel. Dann hatten wir so Leute wie Inka und Markus da, die faszinierend. Hattet ihr die schon mal bei euch im Podcast? Sonst müsst ihr die mal einladen. Die sind echt der Hammer, was die zu erzählen haben. Podcast nicht, aber bei einer Online-Messe waren sie schon zu Gast, ja. Ja. Tolle Menschen irgendwie. Sehr zu, immer noch fasziniert. Und also einfach tolle Begegnungen gehabt dort an Bord. Mit Sven Siemen, Brett Ballett, mittlerweile, glaube ich, sogar darf ich ihn Freund nennen. Freue mich auch sehr, dass er beim nächsten Mal wieder dabei ist. Wir haben ja immer so gesagt, ich bin der Laie in der Moderation und er ist der Profi und für die guten Fragen zuständig. Und ich erkläre eher so die Spiele Tempo kleiner Fisch, und er geht dann auf die Nerd-Spiele ein und ist der Profi einfach. Das ist ja einfach ein Fachwissen, was man sich auch
glaube ich, nicht in einem Jahr erarbeiten kann, um da auch kluge Fragen zu stellen und kluge Antworten zu geben. Da muss man, glaube ich, schon ein bisschen länger dabei sein. Deswegen bin ich da auch ehrlich und gebe auch gerne immer mein Level an, in dem ich stehe. Aber jetzt sind wir so schon so mittendrin. Aber da muss man erstmal hinkommen. Also ihr habt euch quasi du bist mit dieser Fähre gefahren, wahrscheinlich als Urlaub oder privat oder wie auch immer, und hast dann gedacht, Mensch, lass mal doch hier was machen. Da hast dann einfach die Reederei angeschrieben und gesagt, hier, pass auf, die Idee habe ich, oder wie ist da der Kontakt zustande gekommen überhaupt? Ja. Also ich meine, auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Ja, genau, so ist es im Prinzip. Also ich mache von Haus aus, nicht von Geburt an, aber seit ich ein bisschen größer bin, mache ich unterschiedlichste Kulturfestivals. Also ich überlege mir tatsächlich, das ist mein Job, ich überlege mir Festivals und versuche die in die Tat umzusetzen. Das sind manchmal Festivals, ja, also Kulturfestivals, in Stadtfestivals, dann sind es Lichtkunstfestivals etc. Ich versuche immer, und mein größter Wunsch war es immer tatsächlich, eine Festival-Idee umzusetzen, die es noch gar nicht gibt oder noch nie gab. Und da ist dann diese Idee vor allen Dingen auf dieser Fähre gekommen, diese Fähre zu nutzen und ein Festival auf dem Nordatlantik zu machen. Tatsächlich ein wunderschöner Ort im Winter, da sieht man die Fähre genau. Eine relativ große Fähre ist sie, weil sie das ganze Jahr über Island und die Faroe-Inseln mit allen Lebensnotwendigen versorgt. Der einzige, die Lebensader Islands wird sie genannt, weil sie tatsächlich der einzige Regelverkehr ist, der die Inseln vom Festland mit dem Festland verbindet, das ganze Jahr über. Das erklärt tatsächlich auch die Größe des Schiffes, weil der Nordatlantik ja kein Ententeich ist und auch im Winter nicht ist. Wir hatten auch ein paar Wellen. Die paar Wellen, die steckt dieses Schiff dann aber ganz gut weg. Wäre das Schiff kleiner, dann würde es das nicht tun. Deswegen ist es relativ groß gebaut. Und das hat Stabilisatoren auch, um den Wellengang entgegenzuwirken. Der ganze Rumpf des Schiffes ist quasi immer mit LKWs gefüllt. Das sieht jetzt sehr nach reiner Passagierfähre aus. Das täuscht ein bisschen. Der Rumpf ist gefüllt mit LKWs, die vor allen Dingen frischen Fisch von Island nach Europa bringen und Island tatsächlich wahrscheinlich auch mit Brettspielen etc. pp. Versorgen. Da kommt wirklich alles hin, was dort gebraucht wird. Davon kriegt man oben beim Spielen allerdings wenig mit. Also das dürft ihr euch jetzt nicht so vorstellen, als ob da oben nebenher noch kleine Fischauktion ist und irgendwie überall Leute in Ölzeug rumlaufen. Das ist schon aufgrund der Länge der Fahrt auch relativ gediegen da oben. Also die Leute, die da mitfahren, sollen es auch gemütlich haben und haben es auch gemütlich. Wobei so ein fahrender Fischmarkt wäre auch eine coole Idee. Auch ganz spannend. Ja, aber wenn du den Fisch dann da kaufst und erstmal noch 5 Tage wieder mit nach Hause schleppen musst, dann ist er auch nicht mehr so cool. Ich weiß nicht. Und die LKW-Fahrer haben sich dann unter euch gemischt oder die haben ihr eigenes Reich? Die haben ihr eigenes Reich. Die sind eigentlich gar nicht auf den Passagierdecks. Wir haben auch einen eigenen Bereich, der für uns abgesperrt ist, für die Boardgame Crews. Genau, das ist quasi unsere Festival Area, wo auch die ganzen Spiele sind zum freien Gebrauch. Der ist gar nicht öffentlich zugänglich in dem Sinne. Ja, jetzt sehen wir hier einmal die Route eingeblendet. Also es geht in Dänemark los. Ja. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, ich habe nicht tatsächlich, jetzt wo du es nämlich sagst, ich habe nicht einmal einen LKW-Fahrer gesehen. Das ist alles schon selbstfahrende LKWs wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Naja. Ja, genau. Man sieht die Route. Genau, die Route einmal eingeblendet. Also in Dänemark geht's los über die Färöerinseln nach Island und wieder zurück. Ja, ganz wichtig. Ja, und du hast ja schon angedeutet, aber es ist also kein Personenpassagier-Fährschiff, sondern es ist wirklich eine Versorgungsfähre, die also auch sowieso fahren würde, wenn ihr da nicht mit an Bord wärt. Also der Umweltaspekt ist ja bei so Kreuzfahrten auch immer natürlich
im Gespräch, verständlicherweise, aber das ist jetzt keine Fähre, die ihr da extra anmietet, sondern die gibt's, die fährt, die muss auch fahren, damit die Isländer versorgt werden und die Färöer. Absolut. Tatsächlich hätten wir diese Festival-Idee auch niemals auf ein Kreuzfahrtschiff umgesetzt oder hätten sie umsetzen wollen. Für mich sind diese Dreckschleuder-Riesen tatsächlich überhaupt nichts Schönes und nicht der Ort, wo man ein schönes Festival abhalten kann und sollte. Mhm. Gar kein Freund davon, tatsächlich eher Feind davon. Mein Vater ist Kapitän, der hat irgendwann gesagt, jetzt wo die ganzen Dreckschleuder nur noch fahren, fahre ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr mit. Insofern, auch aus der Familienhistorie raus, kann ich sagen, überhaupt nein zu der Kreuzfahrt an sich, aber gegen den Gebrauch einer Fähre, die fährt und sowieso fährt und sowieso fahren muss und auch in dieser Größe fahren muss, hatte ich eingangs schon erklärt, warum auch in dieser Größe und dass man nicht einfach sagen kann, im Winter nehmen wir mal ein kleineres Schiff, was dann weniger verbraucht, das würde gar nicht funktionieren. Wegen Schiffssicherheit im Nordatlantik, aber auch wegen der Menge der LKWs, die unten drin mitfahren. Plus, man muss dazu sagen, dass die Insulaner, also die Färinger oder auch die Isländer, diese Fähre tatsächlich sehr, sehr gerne als Personenfähre nutzen, um am Festland zu kommen. Das ist ein Seefahrervolk, die fahren lieber tatsächlich mit der Fähre aufs Festland, geht vor allen Dingen für die Färinger. Nach Dänemark ist die Strecke auch nicht ganz so lang, als zu fliegen. Die Isländer fliegen sicherlich, wenn sie mal ein Weihnachtsshopping oder Alkohol in Europa kaufen oder in Dänemark kaufen wollen und fliegen dann wieder zurück. Das genau, so viel dazu. Ich weiß, da gab es ein bisschen oder gab es immer mal wieder Kritik und ich habe mir das immer so durchgelesen und habe dann gedacht, ja, man kann immer leicht kritisieren und sich schwer informieren. Also ich glaube, also es ist okay. Ne? Ich mache bestimmt auch manchmal, kritisiere irgendwas, was und denke dann danach irgendwie, scheiße, hätte ich mich mal mehr informiert irgendwie und wäre mehr darauf eingestiegen, was das Ganze dann wirklich ist. Aber es ist okay. Also kein Mensch ist fehlerfrei und alles gut. Ja, deswegen wollte ich ja auch nochmal, dass wir darauf eben nochmal im Detail eingehen. Ja, ich finde das, genau. Ich finde das ganz toll sogar. Ich finde ja auch, jeder muss mit seinem Gewissen leben und mein Gewissen ist tatsächlich bei dieser Reise und mit dem Umweltaspekt, den wir haben bei dieser Reise, ist mein Gewissen mehr als gut. Ich empfinde da keinerlei Schuld und ich empfinde auch nichts Falsches daran, das zu tun. Insofern, Punkt. Ne? Absolut. Aber wenn da Menschen Fragen zu haben, auch jederzeit könnt ihr mich anschreiben, um auch noch Detailfragen zu klären oder was auch immer ihr wollt. Über die Info@boardgame-Seite bin ich Adresse bin ich jederzeit zu erreichen, über Facebook auch. Also fragt mich, wenn ihr was wissen wollt. Ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass du sehr schnell antwortest. Auch wenn man dich einfach so anschreibt. Genau. Ich rede nicht zu schnell. Nee, ich meinte auf deine E-Mails, also ich habe dir ja auch einfach so geschrieben, weil ich Fragen hatte und du hast, ich glaube, am nächsten Tag direkt geantwortet. Also von daher wirklich, mach das. Wenn ihr Fragen habt, da kriegt ihr eine Antwort. ja. Jetzt ist es ja so, ihr habt relativ viele, ihr habt Partner, Gäste, ich weiß, also ich habe zum Beispiel damals das erste Mal überhaupt mitbekommen, dass es sowas gibt, weil es ein Hunter und damals noch Kron-Video gab, das hieß auch tatsächlich noch Brettspiel Kreuzfahrt. Mein erster Gedanke war auch, was für eine Scheiße, aus den Gründen, die du jetzt gerade auch schon genannt hast. Hab mich dann aber auch gar nicht mehr weiter damit beschäftigt, also weder irgendwie dagegen was gehabt, noch, also war dann für mich einfach, Kreuzfahrt ist nichts für mich, hake ich ab, brauche ich mich nicht mehr auseinandersetzen. Und habe dann tatsächlich jetzt erst, als so die Reviews von den Bloggern, also du hast ja auch schon gesagt, Brettballett war da, Sven war da, der Hunter war da,
Rita war kurz da. Aber da habe ich erst gesehen, oh, das sieht eigentlich ziemlich cool aus, habe mich damit beschäftigt und dann auch für mich gemerkt, ach witzig, das ist keine Kreuzfahrt in dem Sinn, wie ich es damals einfach unter dem Namen interpretiert habe, sondern was anderes. Aber da, ne, also für mich war auch so der Berührungspunkt, der erste war dieses Hunter und Kron Video und sind ja, also Hunter ist ja dabei, jetzt wahrscheinlich mit Hunter und Friends, Brettballett. Wie bist du auf die Leute zugegangen oder haben die von der Sache Wind bekommen, sind zu dir gekommen? Wie sind da so die Kontakte entstanden, dass ja quasi die, ich sag mal, die namhaften Größen der deutschen Brettspielszene dann auch mit dabei waren jetzt letztes Jahr? Ja, bin ich tatsächlich teils, muss ich sagen. Also mein erster Kontakt war tatsächlich Johannes Hunter und dann habe ich unterschiedlichste noch angefragt, aber auch mich so ein bisschen mit Johannes immer mal wieder ausgetauscht irgendwie und angesprochen hat mich dann tatsächlich Sven, der meinte, ich würde einfach gerne mitfahren. Und dann habe ich immer mehr mit Sven, also Sven ist quasi, eigentlich muss man echt sagen, Sven ist so mein Schlüssel in die Brettspielszene irgendwie so richtig, weil mit ihm tausche ich mich mittlerweile echt wahnsinnig viel aus und schätze ihn wirklich sehr. Das macht sehr viel. Also es war teils. Also ich würde sagen, ich habe den Kick-off gegeben, ich habe gestartet und dann kamen teilweise auch Anfragen zu mir. Die meisten habe ich angefragt. Und ja, das war dann auch irgendwie, das ist, wenn man so eine Szene noch nicht so gut kennt, mit Inka und Markus war es zum Beispiel, die habe ich angefragt und haben sie geschrieben, ja, wir sind dabei. Und dann haben wir uns, glaube ich, ein halbes Jahr nicht mehr gehört. E-Mails haben sie auch nicht mehr beantwortet. Und aber auch nur, weil irgendwie sie Mail-Surfer-Probleme hatten oder irgendwas. Und aber ich bin wahnsinnig froh, dass sie dabei waren. Also die hatten auch nie überlegt, nicht mitzukommen, sondern fanden die Idee immer toll. Wären auch nächstes Mal wieder mitgekommen, sind leider zu dem Zeitpunkt anderweitig verreist und hatten schon lange was geplant. Aber durchaus haben die beiden auch Potenzial, um 2-3 Mal mitzukommen. Das ist allein die ganzen Prototypen, die an Bord geschleppt haben, die bringen ja gefühlt alle 2 Minuten ein Spiel raus. weiß jemand eigentlich, wie viele Exit-Spiele es gibt? Ich frage mich das immer wieder und vergesse immer wieder nachzugucken. Aber es sind unglaublich viele, müssen es ja sein. Ich glaube, wir haben dort an Bord wahrscheinlich so 10 bis 20 Prototypen getestet, die irgendwie in den nächsten Tagen rauskommen sollten. Also wahnsinnig spannende Leute, wahnsinnig nette Leute. Zu dem Workshop musste ich ja auch noch ganz kurz eingehen. Das ist nämlich auch so, man sollte... Also, der Nordatlantik, habe ich gesagt, ist ein Ententeich. Es gibt aber hervorragende Tabletten, wenn man Segment werden sollte. Die lassen einen dann nichts davon spüren und man kann eine ganz entspannte, gute, tolle Zeit haben und Nordlichter genießen und man mag das Schaukeln irgendwann. Man mag es wirklich irgendwann. Sven sagt, er freut sich jetzt schon so darauf. Er hätte es nie gedacht, aber er ist süchtig geworden nach diesem Schaukeln. Geht mir selber auch so. Man bekommt eine ganz große Sehnsucht danach wieder. Wenn man es aber nicht so gut verträgt und keine Tabletten nehmen darf durch andere Medikation oder was auch immer da passieren kann. Wir hatten das nur bei einer Person und das war leider unsere Rita, der es nicht ganz so gut ging. Die, der ging es eher abgrundtief schlecht. das Problem war dann tatsächlich, dass sie diese Tabletten nicht nehmen durfte wegen einer anderen Medikation und wir den Workshop dann leider ausfallen lassen mussten und Rita ist von den Fahrern dann zurückgeflogen. Das war ein großer Wehmutstropfen. Die haben keine großen Nebenwirkungen, diese Tabletten. Das ist im Prinzip oder im Endeffekt wie Paracetamol. Das kann man mal nehmen, sollte man jetzt nicht über Monate jeden Tag nehmen, aber es ist nichts Schlimmes. Aber wenn man es nicht nehmen darf, einfach vorher mal fragen, ob man Reisetabletten nehmen darf oder nicht. Den meisten Leuten bekommt es sehr gut, das Wetter und der Wellengang mir auch und viele freuen sich da drauf, bei ganz wenigen leider nicht. Muss man dazu sagen, kann passieren. Aber Tabletten helfen zu 100%.
Was man auch dazu sagen muss, ist, dass wir gerade, als du das Rita abgrundtief schlecht ging, ein Bild eingeblendet hatten, auf dem das Spiel abgrundtief zu sehen war. Deswegen hat Malte gelacht. Nicht, dass jetzt hier jemand von den Zuhörern dann denkt, was ist denn bei denen kaputt? Der eine erzählt, so, ja, wie schlecht es Rita geht und Malte lacht sich schepp. Nee, genau, das war, glaube ich, von den Tattoos her hätte ich ja gedacht, das wären Svens Unterarme, die das abgrundtief vor seinen Kopf gehalten haben. Genau. Das war eins der begehrtesten und beliebtesten Spiele auf der Reise. Wir haben tatsächlich auch so ein kleines, ist uns auf der Tour erst eingefallen. Es ist ja immer so, wenn man was das erste Mal macht, dann kommen viele Sachen dazu. Manche Sachen fallen auch wieder weg, aber das meiste kommt dazu. Weglassen tun wir eigentlich nichts, sondern holen ja dazu. Wir haben so einen kleinen Boardgame Cruise Award noch ins Leben gerufen, den wir auch in Zukunft weiterführen wollen, wo dann quasi die Top 3 Brettspiele der Boardgame Cruise gekürt werden. Da war Abgrundtief tatsächlich auch dabei. Ich weiß nicht, ob es an dem Titel lag oder an dem Spiel selber. Man weiß es nicht. Ich schieb mal eine Frage aus dem Chat kurz zwischen rein. Von der Easy soll ich dich erstmal lieb grüßen und dann fragen, ob die Tische denn für die nächste Reise größer werden. Ja. Moin Easy. Ja, das ist tatsächlich, ich habe es gesagt, es gibt ein Learning. Wir haben uns die Tische vorher angeguckt für den normalen Brettspieler reichen sie. Für die größeren Spiele, mit denen ich bis dato noch gar nicht so in Kontakt gekommen bin, deswegen leider tut mir leid, da auch ein bisschen mehr Unwissen hatte, reichen diese Tische zum Teil nicht mehr. Wir werden auf jeden Fall Abhilfe leisten. Also wir werden größere Spielmöglichkeiten an Bord haben. Wie wir das genau lösen, wir haben zwei Optionen, das wissen wir jetzt noch nicht, aber eine von diesen zwei Optionen wird es werden und die wird auch gut werden. Die lasse ich dann auch alle Brettspiel Nerds einmal abnehmen. Dann machen wir quasi sowas wie einen Echt-Test mit den Tischen und dann nehmen wir die mit. Ich weiß nicht, ob ihr die Option auf dem Schirm habt, aber ich bin auch ganz gerne beim Pokern und es gibt zum Pokern so Auflagen, die man einfach aufklappen kann und da hat man dann auch befilzt und mit Lederrand außenrum im Normalfall. Und die sind auch ordentlich groß, also das wäre vielleicht auch eine Variante. Ja, also so eine Tischvergrößerung ist die eine Option, die wir haben. Die andere ist einfach ein Klapptisch zu nehmen und den über die vorhandenen Tische zu stellen. Das sind jetzt nicht, das waren schon die größeren, die es dort gab. Es gibt noch so Bistro-Tische in unserem Hauptraum und da kann man normale Tische rüberstellen. Die haben nämlich den Vorteil, dass sie noch stabiler stehen. Wenn man so eine Auflage hat auf den Tischen und wir dann doch ein bisschen Wellengang haben, das müssen wir alles nochmal austesten. Aber wir sind da, ich glaube, in der ersten Woche danach habe ich angefangen, die ersten Firmen anzuschreiben, die sowas herstellen und mal gefragt, was es für Optionen gibt. Großes Learning. Also wir verbessern uns auf einigen Kanälen. Es gibt auch, das sind so, ja, das ist, manchmal kommen so Sachen, wo man nicht vorher dran denkt. Es ist, wir haben eine Bar, die Laterna Magica. Da ist es tatsächlich abends ein bisschen schummriger und eigentlich total schön und man genießt es so und denkt dann gar nicht daran, dass es jetzt aber für ein Brettspiel auf dem Tisch ein Tick zu dunkel ist. Mhm. Und dann gingen die Lichter dort auch nicht heller und dann haben wir irgendwie mit, aber es ist auch geil, dann die Kreativität der Mitreisenden zu sehen, die dann irgendwie ihre Handys auspacken und oben in die Bilder einspannen und dann hast du so eine Handybeleuchtung aufs Brett. Das war, hat alles super wunderbar funktioniert, auch weil wir einfach so eine geile Community da an Bord haben, die wirklich Spaß gemacht hat. Aber wir wollen das natürlich auch von Veranstalterseite professionalisieren und bringen auch dafür nächstes Mal noch Klemmlampen mit etc. Würfelschalen und was auch immer man noch an. Also wir wollen ja 100%, ne? Mindestens. Auf jeden Fall. Jetzt werden hier gerade so ein paar Preisträger eingeblendet. Da war Abgrundtief jetzt auch gerade mit dabei. Das hat, glaube ich, Platz 3
beansprucht. Platz 2 sehen wir jetzt gerade, Arche Nova. Arche passt ja auch zum Spielen auf dem Schiff. Stimmt, ja, Tiere hatten wir nicht an Bord. Ich glaube, die sind auch gar nicht zugelassen, leider. Beziehungsweise, nee, in Island müssten die in Quarantäne, so war es. Ich glaube, Hunde darf man nur nach Island mitbringen, wenn die dort in eine zweiwöchige Quarantäne gehen. Pferde dürfen gar nicht nach Island kommen, aber ich meine, wer kommt da? Naja, egal. Ja, vor allem auf so einer Brettspielcruise hat man eigentlich immer sein Pferd dabei, klar. Ja, wer weiß. Ja, ich habe, das war mal, glaube ich, eine Frage bei hier, wer weiß denn sowas oder so einer Rateshow, dass es also Pferde gibt, die es auch nur auf den Färöern gibt, wenn mich nicht alles täuscht. Und sobald die von der Insel runter sind, zählen sie nicht mehr als Rassepferde oder so irgendwas in die Richtung. Aber ja, anderes Thema. Rote Kathedrale, auch noch auf Platz. Zwei zweite Plätze gab's. Ja, nach Stimmauszählung. Wir konnten kein Stechen mehr machen, weil alle von Bord waren. Na gut, dann gibt es halt zwei zweite. Und den Preisträger kriegen wir bestimmt auch noch gleich eingeblendet. Der Gewinner des Board Game Cruise Awards 2021, Dune Imperium. Verdient, ja. Nice. Ja, gutes Spiel. Haben wir auch schon gezockt hier. Sehr schön. Und die Spiele waren alle mit dabei. Jetzt Arche Nova war ja auch noch relativ neu. Wie kamt ihr an die Spiele? Wie kommt ihr an die Spiele? Geht ihr ja, da auch auf Verlage zu? Ja, das Arche Nova tatsächlich hat der Johannes mitgebracht. Die meisten anderen Spiele haben wir mitgebracht über die Kooperationsverlage, die gesagt haben, ach komm, wir wollen eure Idee, wir finden die so verrückt oder so blöd oder was auch immer, wir unterstützen die auf jeden Fall, damit das Boot ein bisschen schwerer geht und ihr schnell untergeht. Hauen wir auch noch ein paar Spiele mit dazu. Nein, total viel Unterstützung erfahren von den Verlagen, die uns ihre Neuheiten vor allen Dingen mitgegeben haben, damit wir die dort der Community vorstellen können. Freue ich mich. Herzlichen Dank an alle, die unterstützt haben. Oh, da sehen wir auch gerade ein paar kleine Spiele eingeblendet. Derweil ein lustiges, unnützes Wissen noch im Chat aufgeploppt. Wahrscheinlich noch zum Thema der Pferde. Deshalb ist Herr der Ringe nicht auf Island gedreht worden. Stand auch mit zur Auswahl. Als Drehort. Ach, dann weiß ich die Pferde nicht mehr. Ja, natürlich, klar. Ja. Ja, das müssen wir so hier, Frodo auf dem Shetland-Pony passt ja noch, ne? Aber, oder auf dem Island-Pony, aber wenn du Legolas auf dem Island-Pony da rumreißt, ich glaube, dann hätte Herr der Ringe auch ein paar Zuschauer verloren wahrscheinlich. Das stimmt dann wohl. Was ich zu den Spielen ganz gerne noch sagen wollte, ganz kurz, was natürlich, wir können nicht alle Spiele mitbringen, die es gibt und auf die Menschen auf der Boardgame Cruise Lust haben auch. Dafür gibt es einfach zu viel. Wir versuchen Neuheiten und Klassiker mitzubringen. Die Liste von den Spielen, die wir an Bord haben, wird vor der Tour immer aktualisiert und ist auch über unsere Homepage einsehbar. Plus man kann auch die Spiele, die man selber mitbringt, dort mit einstellen. Das hat jetzt bei der letzten Reise super funktioniert, dass sich in der Community auch die Leute über unsere Facebook-Gruppe Boardgame Cruise Mitspieler einfach auch verabredet haben zu spielen. Ich bringe das mit, du bringst das mit, etc., damit nachher wirklich alles da ist. Das hat super funktioniert. Wollte ich noch dazu sagen, auch einen ganz großen Dank an alle, die ihre Spiele mit an Bord gebracht haben und natürlich auch wieder mit runtergenommen haben. Ja, also es ist nichts verloren gegangen, jeder hat seine Spiele wieder mit heimbekommen. Ich habe nichts von verlorenen Spielen gehört. Nee, bisher nicht. Doch, sehr schön. Eins von Würfel und Zucker habe ich versehentlich im Karton. Das wissen die noch gar nicht. Würfel und Zucker, wenn ihr zuhört. Ich habe ein Spiel von euch. Das bringe ich euch wieder. Plus Zinsen. Auch gut. Also Silke, Mirko, falls ihr gerade zuschaut oder hört, bekommt ihr demnächst nochmal Besuch. Keine Absicht. Das hat Johannes gepackt bei mir.
Und jetzt damit hätten wir ja auch gesagt, schon die erste Anekdote der Tour. Was ist denn noch Lustiges passiert vielleicht? Mir oder den anderen? Beides. Generell. Also gut, wir haben eigentlich schon zwei Anekdoten mit der Seekrankheit von Rita und jetzt dann das eingepackte Spiel. Stimmt, ihr seid Anekdotensammler. Oh Gott, da hätte ich mich drauf vorbereiten müssen. Können wir auch hinten anstellen, da hast du noch ein bisschen Zeit zum drüber nachdenken. Ja, gib mir mal noch 2 Minuten. Vielleicht fällt mir noch was ein. Oh Gott, das ganze Abenteuer ist so eine Anekdote irgendwie. Das sind so viele. Also meine größte Anekdote und Sorge, doch, ich erzähle die jetzt gleich, sonst vergesse ich die wieder bis hinten. Der erste Abend eigentlich. Also, gleich 2 Anekdoten. Also einmal die größte Überraschung. Auch eine Anekdote, wie ich finde, wo ich gedacht habe, boah, ist das eine tolle, geile, krasse Szene. Wir waren auf dem Schiff. Ich habe so nach dem Begrüßungsbrennewien beim Check-in bin ich an Bord gegangen und habe dann mit dem Würfel und Zucker so mal die Kartons in den Raum getragen, wo wir die Spiele aufstellen wollten. Und ich war völlig geflasht, weil dieser Raum war schon voll mit Leuten, die gespielt haben. Das heißt, kaum einer von dieser Community an Bord hat seine Garderobe aufs Zimmer gebracht, auf die Kabine, sondern die sind alle gleich an die Tische, um zu zocken, was ich total krass fand. Habe ich so noch nie erlebt irgendwie. Es ging quasi von 0 auf 100. Und wir haben dann versucht, schnell alles aufzubauen. Eigentlich wollte ich, dass alles so schön ist, aber wir haben dann nur ein paar kurze Zeit irgendwie quasi, um diesen Aufbau hinzukriegen und waren noch lange nicht fertig. Da waren wahrscheinlich die ersten Spiele schon gespielt. Dann ging es los und man muss halt sagen, der erste Tag, die erste Nacht war tatsächlich auch die stürmischste, die wir hatten. Ich lag irgendwann schon im Bett, weil ich einfach ein bisschen müde war, tatsächlich, geschlaucht vom langen Tag. Bin dann aber irgendwie kurz vor Mitternacht wach geworden, weil das Schiff dann doch ganz schön wackelte und habe eine unglaubliche Angst gekriegt, dass meine Geliebte, also da wusste ich noch nicht, dass ich sie lieben werde, aber meine Geliebte Community da durch die Gänge fliegt und kotzend in den Ecken liegt. Ich bin dann rausgerannt und Schlafanzug irgendwie durch die Gänge, völlig müde, übermüdet, Gänge gelaufen, um die Boardgamer zu suchen und habe sie aber nur an den Brettspieltischen gefunden, ganz glücklich spielen dort. Wo sonst? Ja, ein paar saßen oben in der Bar und haben Bier getrunken. Zu denen habe ich mich dann gesetzt und noch ein Feierabendbier getrunken, habe gemerkt, alles wird gut. Im Schlafanzug. Also ich habe keinen Schlafanzug, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir schon eine Hose angezogen. Auch gut. Easy meint, da gab es wohl noch irgendwas mit Jokern, was auch noch lustig gewesen sein muss. Dann meint Easy bestimmt den selbstorganisierten Buffetabend. Hier war nämlich gerade so ein Buffetbild zu sehen. Das war tatsächlich total schön. Ich habe ja schon erzählt, dass die Belegschaft dort im Buffet-Restaurant abends nach der Hälfte ungefähr immer der Tour immer frei bekommen hat, um sich unter uns zu mischen und mitzuspielen. Wir haben die auch sehr gerne eingeladen, weil das ganz, ganz tolle Menschen sind. Die haben sich selber ein Spiel überlegt, während des Buffets musste man den Joker finden zwischen denen. Das war quasi ein bisschen wie so ein Krimi-Dinner, kann man sagen, aber auf eine sehr fährische eigene Art und mit noch mehr Liebe gespickt, als mit Sicherheit jedes Krimi-Dinner gespickt worden wäre. Ich glaube, das meint sie. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar. Ja, hat sie direkt bestätigt im Chat, dass sie das meint. Fand ich tatsächlich ein Herzenshighlight der Tour. Und wir hatten ja, du hast ja schon gesagt, ihr hattet dann, ne, ihr habt zum Beispiel Inka und Markus Brandt irgendwie interviewt. Was gab es noch? Also ich meine, für die Leute, die vielleicht noch nicht so sich vorher informiert haben, also wir haben jetzt schon rausgehört, es gibt einmal einen eigenen Bereich sozusagen, der für die BrettspielerInnen dann abgesperrt ist, sage ich mal, der nicht öffentlich zugänglich ist. Dann gibt es aber ja auch die anderen Bereiche, wie eine Bar oder so, wo wahrscheinlich auch in Anführungszeichen normale
PassagierInnen dann mit sitzen können. Also das heißt, ich habe einen Spielebereich. Was kann ich noch machen? Also es ist ja eine Woche. Also was gibt's noch an Programmen, auch vielleicht abseits noch vom Schiff? Also wenn ich jetzt einfach interessiert bin als Teilnehmer, was gibt's noch außer selber spielen? Ja, also ich habe mit Sven immer irgendwann ein bisschen geäugt. Wir haben gesagt, sollen wir ein Programm machen? Die wollen doch alle nur spielen. Die meisten wollten wirklich nur spielen. Da habe ich sonst mache ich Veranstaltungen mit viel Programm und da habe ich jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, viel Programm, weiß nicht, irgendwie, die machen ja ihr eigenes Programm. Ich glaube, ich nerv die eher, aber ich glaube, das war okay. Genervt habe ich, glaube ich, nicht. Wir haben ein Programm gehabt, das war auch super. Und was natürlich das Ganze, man ist ja auf dieser Tour effektiv 2 komplette halbe Tage auf den Faroe-Inseln und 2 ganze Tage auf Island. Das heißt, man hat, wo wir auch Ausflüge anbieten. Jetzt auf dem Bild sieht man gerade ganz schön Johannes mit ein paar Gästen von unserer Tour die Hot Tubes. Das sind die heißen Quellen bei Seyðisfjörður. Jetzt habe ich gerade den Namen von den Dingern vergessen. Das sind jetzt die Hot Tubes. Die sind tatsächlich auf dem Schiff. Jetzt ist ein Bild zu sehen, wo Johannes mit einem Teammitglied sogar in den Hot Tubes in Island liegend. Das ist heißes Fjordwasser da drin übrigens. Das ist nicht irgendwie so ein Chlorzeug, sondern das wird direkt vom Schiff hochgepumpt aus dem Fjord und in die Tubes rein, wird dann dort erwärmt und dann sitzt du da drin, hast die schönste Aussicht auf die schneebedeckten Gipfel und kannst was auch immer zocken da. Also du hast jede Menge Ausflüge, die du zubuchen kannst, das ist jetzt so ein Extra der Reederei, das ist quasi nicht Bestandteil dieses Festivals. Ich habe tatsächlich bei der Board Game Cruise das erste Mal so einen Ausflug mitgemacht in die heißen Quellen und das empfehle ich wirklich jedem. Das ist der Hammer, da drin zu sitzen, das ist in diesem See, unter diesem See in Island sind die heißen Quellen, da wird das Wasser auch hochgepumpt in so Bassins, die in den See reingebaut sind. Du kannst dann da ins minus 5 Grad Wasser springen, wenn kein Eis drauf ist. Bei minus 5 wäre Eis drauf, also es wird irgendwie 2 plus sein oder so. Und danach wieder in dieses heiße Wasser. Muss dazu echt, ich war erstaunt, unter den Boardgamern gab es wirklich Rinnen, gab es viele, die da fast schon Ausdauerschwimmen in dem Kalten gemacht haben und weniger in dem Warmen waren, was ich völlig absurd fand. Ich habe einmal meinen Finger an das Kalte gehalten und habe gedacht, nee, ich bleib bei warm. Also alleine die Natur, das hört sich jetzt vielleicht blöd oder klischeehaft an oder irgendwie auch lame, aber alleine die Natur würde dich für 2 Wochen flashen und du würdest vielleicht sogar kein Brettspiel vermissen, wenn du nur mit der Natur bist, in der Natur und dir diese Natur anschaust. Dazu auch ja die ganzen Fjorde, das sind so schöne Bilder, da bin ich selber abgelenkt, kann ich gar nicht mehr weitererzählen, die man dort zu sehen bekommt. Der Nordatlantik an sich, wenn man sich vorstellt, man ist auf diesem Schiff, auf diesem riesengroßen Meer. Für mich persönlich ist das ein unbeschreibbares Gefühl, hat aber man fühlt sich klein und ich finde es manchmal ganz schön, sich klein zu fühlen. Das ist, wenn man die Natur einfach, wenn man die Natur mal wieder spürt und das Größere, das Große etwas spürt und sich als Menschen vielleicht gar nicht mehr immer so groß sieht und sich für was so Tolles hält. Sowas passiert da. Passieren irgendwie, also in jedem bestimmt andere Dinge. In mir passieren da immer total schöne Sachen. In vielen bei der Brettspiel-Community passiert aber, wir haben manchmal das Gefühl, guck doch mal raus, Mensch, das ist so schön. Ja, ich weiß, es ist auch ein schönes Brett, aber da draußen, super, super Kulisse. Nein, alles gut. Jeder macht das so, wie er das möchte, aber was ich dir sagen kann, dir wird zu 100% nicht langweilig werden, auch wenn du keine Brettspiele spielen willst in dieser Woche.
Wobei das schon ein bisschen absurd wäre, die ganze Woche mitzukommen, ohne spielen zu wollen. Aber ja, das heißt, man hat auch genug Abwechslung. Und du kannst auch an Bord in die Sauna gehen, du kannst da in diese Hot Tubes, es gibt ein kleines Kino da kannst du reingehen, es gibt einen kleinen Fitnessraum, also da gibt es auch genügend Abwechslung zum Spielen, wenn du die haben möchtest. Ich glaube aber nicht, dass irgendjemand da mal ins Kino gegangen ist. Ja, nee, wenn ich die Alternative habe, Brettspiele zu spielen in echt am Tisch oder Kino, dann ist das auch für mich relativ eindeutig. Ja. Aber gut, es mag ja den einen oder anderen geben, der vielleicht mal kurz keine Leute mehr sehen will. Dafür ist das Schiff auch groß genug und wir haben eine Maxi-Teilnehmerzahl tatsächlich ausgerufen, weil wir den Charakter dieses Festivals so halten wollen, dass es keine Kreuzfahrt-Massenveranstaltung wird, sondern dass es unser Board Game Cruise Festival auf dem Nordatlantik bleibt, der gerne diesen familiären und diesen schönen Touch haben soll, den es beim ersten Mal schon hatte, und den darf es gerne behalten. Und genau. Wie viele Leute waren denn mit an Bord und wo wollt ihr jetzt die Maximalgrenze ziehen, wenn du das schon angesprochen hast? Also wir hatten beim ersten Mal jetzt so knapp 120 Leute an Bord. Und glauben, dass es maximal die doppelte Menge verträgt. Okay. Das klingt doch schon mal gut, weil es sind wohl schon mindestens ein, zwei Interessierte im Chat mit dazugekommen. Da kam natürlich auch die Frage nach den Preisen auf. Also ich habe jetzt auch schon mal eure Seite verlinkt, aber du kannst ja trotzdem mal kurz so zusammenfassen, was so an Kosten auf die Spielerinnen dazukommt. Ja, es kommt immer total drauf an, glaube ich, welche Kabine man haben möchte. Ich habe die Preise jetzt tatsächlich auch nicht im Kopf, entschuldigt. Aber es geht los bei, ich glaube, für die ganze Woche bei einer Innenkabine für 899. Da ist dann Essen und alles mit drin. Essen, Festival ist quasi dabei. Wenn man die ganze Zeit an den Spieltischen sitzt, dann ist das auch völlig ausreichend. Wenn du den Luxus dir gönnen willst, und wir haben ein paar von der Reederei bekommen, so Deluxe, super Deluxe Nordic Außenkabine mit Minibar und eigenem Chauffeur oder so, dann kostet das, ich habe keine Ahnung, 1,7, 1,8, 1,9, 2, ich weiß es nicht. Also es ist teuer. Ich habe es nie in Anspruch genommen, würde ich auch nicht machen, weil ich bin da die ganze ich sitze beim Buffet oder an den Spieltischen und oder bin an Deck. Aber die Möglichkeit besteht, ist bestimmt auch toll. Die haben dann so riesen Fenster, da kannst du dann so eine Private Spiel-Lounge aufmachen. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich sag mal, es ist wirklich von bis. Dazu kannst du dann noch buchen, die Reederei stellt auch zur Verfügung einen Reisebus, dass man so eine gemeinsame Anreise hat. Den muss man natürlich auch extra buchen. Du kannst aber auch selber anreisen. Auch gerne nochmal die Erwähnung, dass man über unsere Board Game Cruise Mitspieler Facebook Community Seite Mitfahrgelegenheiten suchen kann, etc. Also es gibt viele Wege. Also das günstigste Ticket sind 899. Und dann kann man hinzuwählen, was man möchte. Jetzt sehen wir auf dem Bild gerade den Mirko vom Würfel und Zucker. Wenn mich nicht alles täuscht, haben sich auch ein paar Verrückte dann auch den Abend vorher noch im Würfel und Zucker getroffen und da auch noch gespielt und sind dann, glaube ich, von dort aus mit diesem Bus, was du angesprochen hattest, nach Dänemark. Genau. Das wird es auch wieder geben, tatsächlich. Also das Würfel und Zucker ist tatsächlich auch wieder mit Benny und Mirko zumindest dabei. Als Spielerklärer sind die beiden mit dabei. Mein Mirko, was ist mal der 1500 Spiele im Kopf? Das ist, ich kann so viele Wörter nicht, aber es wird dort auf jeden Fall wieder so ein kleines Pre-Game-Abend geben mit den Spielen von Würfel und Zucker. Finde ich total schön, dass man sich dort schon quasi kennenlernen kann, um dann im Bus weiterzuspielen und dann an Bord zu kommen und da eine Woche lang das Gelernte dann einzuzeigen. Auch frei nutzbar natürlich für alle Gäste. Muss man nicht extra zahlen oder so.
Ich wäre auch gerne dabei gewesen und wäre auch dieses Jahr gerne dabei, aber es haut leider noch nicht hin. Aber 2023 bin ich mit am Start. Das melde ich mich jetzt schon an. Wie viele Spielerklärer und Spielerklärerinnen habt ihr da so grob dabei? Also es war jetzt auf jeden Fall ja der Mirko. Der, habt ihr da ein größeres Team an ErklärerInnen oder sind das so ein paar und den Rest? Also ich meine, man wird sich eh wahrscheinlich vieles untereinander erklären, aber wie viele Leute habt ihr quasi als Team dabei zum Erklären? Das machen wir tatsächlich so ein bisschen von der Buchungszahl abhängig. Also ich glaube, wir hatten beim letzten Mal 3 dabei. Das war absolut ausreichend, würde ich sagen. Und wir werden das sowieso in der Struktur diesmal noch einen Tick anders machen, dass wir quasi auch angemeldete Spielerunden machen, zum Beispiel mit Johannes oder mit Sven oder mit anderen, die mitfahren, dass man sich quasi dort schon einschreiben kann, dass nicht immer die gleichen am Tisch sitzen, sondern dass es noch eine größere Durchmischung gibt, dass auch Alleinreisende noch besser aufgehoben sind und es noch einfacher haben, sich irgendwo anzuschließen. Aber die Frage war ja nur, wie viele Erklärer haben wir eigentlich dabei? Entschuldigung, manchmal springe ich, es ist grausam. Holt mich dann zurück oder ich hole dich im Zweifel zurück, kein Problem. Oder so. Wir passen das tatsächlich nach Buchungsstand an und gucken, dass wir genügend dabei haben. Ja, ich bin dem Sven da ja schon was voraus und werde ja dieses Jahr auch mitfahren. Ich freue mich auch schon sehr, tatsächlich. Ja, die nächste Frage wäre dann, habt ihr schon Pläne für 2022 oder wartet ihr erst auch mal ab, wie viele Leute so kommen? Oder beziehungsweise auch so grundsätzlich, wann fängt so eine Planung an? Also ich mache so kleinere Events, aber nur so bis 40 Leute auch. Da muss man ja auch spätestens irgendwie 4 Monate vorher seinen Plan haben, bei euch wahrscheinlich noch früher. Bist du da jetzt schon mittendrin oder fängt das irgendwie im Frühjahr an? Wie sieht das da aus? Nein, also eigentlich hat die Planung während der letzten Cruise schon angefangen. Einfach dadurch, dass wir gemerkt haben, wir haben so ein paar Kinderkrankheiten, die wollen wir weghaben und wir wollen besser werden. Da sind wir ganz gut dabei, natürlich auch mit vielen Gesprächen aus der Community haben wir viele Tipps bekommen, noch auch vielen Dank dafür. Wir hatten ein Frage-Antwort-Spiel, wo alle sich beteiligt haben eigentlich. Das haben wir auch sehr ernst genommen und nehmen das noch sehr ernst und werden das alles noch bearbeiten. Also im Prinzip arbeite ich schon seit der letzten Tour, an der neuen Tour. Es kommen jetzt nach und nach, so steht dann die Crew auch. Du hast es dankenswerterweise angesprochen. Dich findet man nämlich auf unserer Homepage noch nicht. Das kommt aber demnächst. Also wir aktualisieren da nach und nach jetzt und arbeiten uns so rein und haben dann bald das ganze Team da stehen und freuen uns da auch sehr drauf. Und dann gehen wir mit diesem Team im Sommer in die finale Programmplanung. Das heißt dann auch, dass die wird im Sommer auch noch nicht fertig sein. Das müssen wir auch abhängig davon machen. Wir wollen zum Beispiel auch noch viele, was neu sein wird. Wir wollen viele Spielvorstellungen live an Bord machen. Das heißt, das, was Johannes oder Sven oder was viele von den Influencern da ja auch machen, dass sie die Spiele online präsentieren oder vorstellen einer größeren Community, das machen wir dort live an Bord dann. Da müssen wir gucken, was gibt's dann alles, wofür bietet sich das an? Dann gibt es einige Spiele, die wir noch einbauen wollen in das Festival. Das geht los. Das hatten wir letztes Mal, fand ich ganz schön, so eine Idee aus dem Bastard Café aus Dänemark. Von denen war übrigens auch jemand dabei. Grüße an Stina. Ich schicke dir den Link nachher dann. Die versteht super Deutsch. Das war so ein Spiel, wo du 5 Spiele gleichzeitig in unterschiedlichen Gruppen und dann alle reihum und keine Ahnung, schieß mich tot. Also wir arbeiten da dann ein schönes Programm aus, was jeder nutzen kann, aber keiner nutzen muss. Also es ist auch nicht so, und das finde ich auch wichtig, wenn du einfach nur deine Spiele spielen willst mit deiner kleinen Community, die du da mitgebracht hast, dann ist das möglich. Da wird niemandem was aufgezwungen, aber wenn jetzt zum Beispiel auch wirklich Alleinreisende da sind oder Leute, die einfach auch mal mit anderen spielen wollen, gibt's ja viele, dann ist da genug Möglichkeit vorhanden und das wollen wir einfach auch noch mehr verbessern und noch mehr in den Mittelpunkt stellen, dass dieses
ich sag mal, angeleitete oder geleitete Spiel noch einfacher wird für alle Gäste. Habe ich das gut ausgedrückt? Und manchmal fehlen mir da die Fachbegriffe so ein bisschen. Ich finde gerade, ja, aber es ist ja auch gut, dass das nicht immer nur Fachbegriffe sind, weil es sollen ja auch Menschen verstehen, die vielleicht selber noch gar nicht so tief da drin sind. Aber so aus meiner Erfahrung habe ich auch immer festgestellt, ich war ja irgendwann das erste Mal alleine auf einem Spielewochenende irgendwie mit 40 Leuten und kannte niemanden. Aber da muss ich sagen, habe ich auch generell in der Brettspielwelt noch nie irgendwie das Problem gehabt, dass man irgendwo dann hinkommt und sich irgendwer verschließt. Ne? Also es ist eigentlich relativ einfach, immer irgendwo mitzuspielen. Ich kenne eher so das Problem, wenn man zu lange schläft, dass dann, wenn man aufsteht, alle schon gerade angefangen haben. Da muss man natürlich eine Runde warten, bis irgendwo was frei wird. Oder man schläft halt nicht. Also, Langschläfer gab es da tatsächlich einige. Irgendjemand meinte dann mal zu mir, ich glaube, das war... warum das Frühstück denn schon irgendwie um 11 vorbei ist. Ja, das ist eine gute Frage. Naja, irgendwann müssen wir abbauen, leider. Also das konnten wir leider, den Wunsch konnten wir nicht mehr entsprechen, dass wir das Frühstück bis 15 Uhr verlängern. Aber wir versuchen wirklich alles möglich zu machen, was möglich ist. Community, dass sie sich trifft, das ist auch, finde ich, ganz schön, dass wirklich an Bord, zumindest von den Färöern nach Island und auf Island und wieder zurück auf die Färöer, sind eigentlich fast nur diese Boardgamer-Community an Bord. Man wird sie auch erkennen, es gibt Banner hier Namensschilder geben, dass man sich wirklich diese Community sich dort einfach trifft an Bord. Ne? Was ist nicht klein, das Schiff? Man hat quasi diese Brettspielwelt, diese ganze Community da an Bord, was super funktioniert. Also man muss keine Angst haben, dass wenn man jemanden anspricht, dass der auf einmal der färingische LKW-Fahrer ist. Habe ich ja schon gesagt, ich habe die noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wo die da sind. Ich muss das mal rausfinden. Naja. Ja gut, die werden ihr Deck für sich halt haben und ja. Andere Frage noch, weil du hast jetzt gerade schon gesagt, Frühstücksbuffet. Du hast ja eben auch schon gesagt, alles inklusive. Also das heißt, es gibt dann auch, es ist quasi komplett Vollpension. Ne? Also es ist irgendwie logisch, man muss sich nichts kochen auf der Fähre. Wie sieht das aus? Also ist das dann immer, eben waren so Bilder zu sehen, ist das immer Buffet? Oder ist es dann, gibt es da mehrere Restaurants? Das ist ja auch vielleicht noch nicht uninteressant. Nein, das ist sogar, also wenn man da war, ist es sehr interessant, weil das Buffet wirklich sehr, sehr lecker ist. Wir haben das sogar zum Wohle aller, haben wir gesagt, nur Frühstücke und Abendessen, damit nicht zu viel zunehmen. Nein, das Mittagessen ist tatsächlich nicht inkludiert. Man kann dort Snacks holen. Ich glaube aber nicht, dass es vielen Leuten fehlt. Das Frühstück ist wahnsinnig ausreichend. Es gibt bei den berühmtesten Pancake Man des Nordatlantiks und wirklich ein großartiges Frühstücksbuffet, was dann nur getoppt wird vom Abendbuffet und du kannst dich dort mehr als satt essen und ich habe 2 Kilo zugenommen. Ich habe mich nämlich vorher mal gewogen. Ich wollte das mal rausfinden, ob ich, wenn ich mal nicht selber kochen muss, ob ich dann hart zunehme und ich habe zugenommen. Ich bin schon doll sehr. Mit 2 Mahlzeiten am Tag zunehmen ist schon auch eine Kunst. Also da muss man dann ordentlich reinhauen. Ja. Musst du ein paar Stunden sitzen. Das schaffe ich. Ich kenne das so ähnlich von der Messe in Leiria. Auch da, wer mich kennt, weiß, dass ich da immer total begeistert von berichte. Bei denen gibt es auch Mittagessen. Das ist 3-mal am Tag Buffet. Da komme ich auch immer mit mehreren Kilos on top zurück. Aber dann bist du ja nur noch am Essen, dann kannst du ja nicht mehr spielen. Also irgendwo müssen ja, wir doch, auch doch, spielen. Das Essen geht ja rucki-zucki. Das ist alles entspannt. Man kann ja auch einfach nachts nicht schlafen. Dann hat man mehr Zeit. Also kannst du halt tagsüber essen und spielen, nachts spielen und dann hast du automatisch mehr Zeit. Okay, ich merke schon, da müssen wir nochmal nachbessern. Ich überlege mir. Also in Leiria habe ich selten mehr als 5 Stunden Schlaf und normalerweise bin ich so ein 8, eher 9 Stunden Schläfer, sobald es geht, dann lieber länger. Das heißt, aber an Spielewochenenden, da kann ich umstellen auf Kurzzeitschläfer. Das ist gar kein Problem. Ganz schön viel Sport machen, wenn es überall so gutes Essen gibt, in Leiria und auf der Cruise, überall, wo ich hinfahre, gibt es anscheinend gutes Essen, was ich ja gut finde. Aber da liegt ja auch ein halbes Jahr dazwischen, womit wir auch den Termin noch ansprechen könnten. Stimmt, das wäre sinnvoll. Ja, das haben wir noch gar nicht. Ich weiß, dass es am 5.11. Losgeht, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, du bist ganz richtig damit. Genau, das ist genau der 70. Geburtstag meines Vaters, weswegen ich nicht mit kann. Deswegen habe ich mir das gut merken können. Ja, wir fahren am 5. los. Wie gesagt, wer Lust hat, in Hamburg vorher am 4. schon zu sein, ist herzlich eingeladen ins Würfel und Zucker für den Preview-Abend. Dann geht es am 5. nach Hirtshals mit dem Bus oder mit dem PKW, wie jeder möchte. Und dann sind wir bis zum 7. unterwegs nach Island und zurück und haben alle eine schöne Zeit. Das wären aber nur 2 Tage. Ich glaube, da hast du dich versprochen. 12. Entschuldigung. 7 Tage. Genau. Ich habe 7 Tage gedacht und guck mal, da war ich wieder 1 zu weit irgendwie. Ja, naja. Macht ja nichts. Genau, also 7 Tage, ja. Ja. Genau. Ich wollte nur aufpassen, ob ihr noch wach seid. Sind wir. Ich war auch gerade etwas wach, als Uli plötzlich eingeblendet wurde. Habe ich einmal kurz hier zwischenhuschen sehen. Das, unser letzter Gast vom letzten Jahr noch. Deswegen. Der erste Spieltisch ist übrigens auch schon mit Malte gebucht. Also Izzy will unbedingt eine Runde Rurik mit ihm spielen. Oh, das heißt, verabreden sich die Leute schon. Dann haben wir noch 2 Plätze frei, weil Rurik macht in Folgesitzung tatsächlich sehr viel Spaß. Ja, kann ich im Notfall auch mitbringen dann. Super. Hat denn noch jemand neben Izzy zugehört? Der Chat ist ziemlich aktiv gewesen zwischendurch, jetzt hinten raus ein bisschen ruhiger, aber ja, so viele Fragen kamen tatsächlich gar nicht. Also von daher nochmal an die Community, die jetzt gerade zuschaut, ruhig nochmal her mit Fragen, wenn ihr noch welche habt. Wir haben natürlich auch schon ziemlich viel erzählt, also ich glaube, wir haben ziemlich viel Informationen reingepackt. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Zeichen von eurer Community. Mensch, lass den Typen mal nicht mehr, lass ihn mal aufhören zu reden. Das ist bloß nicht noch eine Frage. Kann natürlich auch sein. Was mich noch interessieren würde, einfach so rein aus Interesse, also ich bin auch schon mit so größeren Fähren gefahren, irgendwie Finnland, Schweden und so, das ist schon witzig, wenn die mal ein bisschen hoch und runter gehen. Diese Nacht, von der du sprachst, als es so richtig abging, konnte man da trotzdem noch normale Spiele spielen? Also war das dann doch eigentlich unterm Strich durch die Stabilisatoren auch so entspannt? Oder war das wirklich so, dass die Leute gesagt haben, okay, so manche Spiele gehen gerade nicht, weil das Material wegrollt? Also, nee. Das komplette Feedback, was ich bekommen habe, ich habe es natürlich nicht jeden Einzelnen befragt, aber auch aber im Prinzip, glaube ich, kann ich da schon für alle sprechen, also es ist nie was weggerollt, alles bleibt auf dem Tisch, alles ist gut, man kann alles spielen. Hab nichts anderes gehört. Easy? Du? Wurden denn auch Bauspiele gespielt? Also Little Circus oder Menara oder wie sie alle heißen? Ja. Das kann ich dir nicht beantworten, das weiß ich nicht tatsächlich. Das bringe ich auf jeden Fall sonst mal mit und dann schauen wir mal, was geht nachts. Das wäre doch die Challenge dann, oder? Also ich habe einmal so ein komisches Puffies, heißt das, glaube ich, so ein Spiegel. Fluffies, genau. Denkst du, so Fluffies wegnehmen musst. Ja. Das ist dann da auch eine extra Challenge mit besonders viel Wackeln irgendwie. Ne? Dann sucht man, das ist doch, ja, man muss das als Aufgabe sehen. Wenn es alles gut, man kann ja alles spielen, das Schiff steht stabil im Wasser. Also Easy hat übrigens geschrieben, dass keine Bauspiele gespielt wurden. Also das, ich würde dann nächstes Jahr oder dieses Jahr gerne Bilder von mindestens einem Bauspiel sehen, das auf der Cruise gespielt wird. Malte, das ist mein Special Task für dich an der Stelle. Ja, dann nehme ich auf jeden Fall Junk Art mit, weil da ist es ja oft das Ziel, das Höchste zu bauen aus sehr instabilen Teilen. Und das ist schon ohne Seegang sehr, sehr witzig. Definitiv. Könnte mir vorstellen, dass das auch mit Seegang dann noch witziger ist. Solange alle Leute es mit Humor nehmen, weil ich meine, wenn dich die Welle halt trifft, ne, dann hast du halt Pech. Ich überlege gerade, ob bei Junk Art, da hat man ja diese World Tour, ob bei Junk Art irgendeine skandinavische Stadt mit dabei ist. Das weiß ich auch nicht auswendig. Bin mir nicht sicher. Ich glaube Reykjavik tatsächlich, wenn mich nicht täuscht. Reykjavik müsste dabei sein. Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Muss ich nochmal gucken. Ich habe es im Dezember zuletzt gespielt. Ja. Ich auch. Aber nicht mit mir. Nee, das stimmt wohl. Das holen wir danach im Februar. Ja.
Vorschau für dieses Jahr? Hast du schon noch besondere Gäste, die du schon ankündigen kannst? Die Brands, hast du ja gesagt, sind leider nicht mit dabei, aber vielleicht hast du ja noch so schon mal einen Teaser. Teaser, ja, der eine. Ja, außer Malte, der da komisch in die Kamera winkt. Nein, auf jeden Fall wird der Johannes wird wieder dabei sein. Hunter, entschuldige, ich nenne ihn immer Johannes, warum auch immer. Das ist okay. Also man versteht, wer gemeint ist. Sven Siemen wird wieder mit dabei sein. Dann Mirko und Benny von Würfel und Zucker, hatte ich gesagt. Dann wird der Frank Noack, der, ich glaube, in eurem Haus auch sehr bekannt ist, noch mit dabei sein. Auch als, als Verlag dort interessante Einblicke geben. Und dann muss man sich immer mal wieder überraschen lassen, was wir noch so aus dem Hut zaubern. Man kann ja nicht mal alles verraten. Nee, ja, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Aber das heißt ja, wenn Frank kommt, dann gibt es ja auch noch sehr viel frische Spiele wahrscheinlich dann. Der wird ja hoffentlich einen Koffer voll mitbringen oder vorher schon zu euch schicken. Ja, das da ist von auszugehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da dann auch ein, zwei Prototypen mit dabei sind. Das ist, das haben die Inka und Markus tatsächlich geliebt, Prototypen testen. Das war, fand ich, auch ein Highlight der Tour. Wahnsinnig spannend, diese Spiele das erste Mal auf dem Tisch zu haben und mit den Entwicklern da zu sitzen, mega spannend. Bin ich also total gerne. Habe ich mit Frank noch nicht drüber gesprochen. Wir verpassen uns gerade immer am Telefon, aber auch da wird es sicherlich spannende Ideen geben. Bin ich mir ziemlich sicher, dass er da welche im Gepäck haben wird. Hab sogar, also ja doch, einen weiß ich sogar ziemlich sicher, dass er den mitbringen wird. Jetzt schon. Im November. Du weißt jetzt schon, welcher Prototyp im November noch nicht fertig ist. Ja. Okay. Okay. Es ist ein etwas größeres Spiel. Von daher gehe ich davon aus, dass das da in Frage kommt, als Prototyp mit dabei zu sein. Bin ich gespannt. Freue ich mich drauf. Der Robert ist nicht mit dabei. Hier wird schon nach einer Resterampe auf hoher See gefragt. Aber Frank muss fürs erste Mal reichen. Sonst kann Frank ja eine Resterampe machen. Oder macht das nur Robert? Ja, Robert ist da schon der Spezialist. Ich habe das jetzt auf der Spiel Digital, da war Robert halt in Essen auf der Messe und ich war alleine hier quasi. Da habe ich das dann von ihm so ein bisschen übernommen. Aber eigentlich ist Robert der Resterampen, Die Resterampen-Sau. Die Rechnung hatte der Sven sich überlegt. Aber auch da, ne, bleiben wir dran. Ja, okay. Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann denke ich, fast sind wir durch. Also ich habe zumindest keine Fragen mehr aufgeschrieben. Im Chat kommen keine Fragen mehr. Von daher würde ich sagen, danken wir dir ganz herzlich für deinen Besuch hier heute bei uns. Und also ich wünsche euch, ihr seid ja dann beide auf dem Schiff, jetzt schon mal eine gute Fahrt. Aber man sieht und hört sich vorher bestimmt auch noch ein, zwei Mal. Und für heute einen schönen Abend auf jeden Fall. War cool, dass du da bist. Ja, Erfolg für die Crews. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Hat echt Spaß gemacht. Es macht super Spaß. Also wenn ihr mal wieder einen Gast braucht, dann ruft mich an. Das kriegen wir hin. Vorsicht mit solchen Aussagen. Manchmal fällt uns das immer sehr kurzfristig ein. Das kann durchaus passieren. Das kann. Aber Gast für Februar habe ich schon. Tendenziell. Gucken. Ganz liebe Grüße auch an die Community und ey, war schön. Jetzt waren ja auch ein paar dabei, die schon mal mit waren. Finde ich super. Freut mich. Genau. Die haben auch ein, zwei Fragen im Chat beantwortet, die ich dann gar nicht mehr an dich stellen musste. Die könnte man aber vielleicht tatsächlich nochmal für die Podcaster aufwärmen. Getränke müssen separat gezahlt werden. Genau. Die sind also nicht mit im All-Inclusive dabei. Darf man auch selbst Getränke mitbringen? Ich weiß, Sven zum Beispiel ist auch großer Whisky-Liebhaber. Ja, darfst du machen. Darfst auch im Duty-Free-Shop dort den Duty-Free-Whisky kaufen. Aha. Sehr schön. Nee, das waren, glaube ich, noch ein, zwei Fragen, die im Chat beantwortet wurden. Aber ja, das dürfte es gewesen sein. Alles klar. Dann. Ja.
Einen wunderschönen Abend und bis bald auf dem Nordatlantik. Alles klar, ja. Mach's gut. Bis dann. Bald. Ciao. Ciao. Bis dahin, mach's gut. Tja, Sven. Ja, tja, Sven. Dann. Schlechtes Timing. Wie Timing? Schlechtes Timing mit deinem Geburtstag, also deiner Geburtstagsfeier. Sehr ja, schade. Naja, gut, das passiert. Aber Papa wird halt auch nur einmal im Jahr 70, nee, einmal im Leben 70. Den werde ich nicht ziehen lassen. Jetzt muss ich mal zu Matthias da rausgucken. Es wurde schon wieder nach einem Raid gefragt. Ich weiß nicht, da ist Matthias immer, da wird er auch immer so überrumpelt, wenn wir sagen, wir raiden jetzt noch jemanden. Wir müssen ja eh noch über Termine sprechen, du kannst ihn ja schon mal vorwarnen. Ja, ach so, genau, wir reden noch über Termine und Matthias kann dann schon mal wieder sich, ich weiß, das mag er auch ganz besonders gerne, nach einem Raid zu suchen. Gucken wir mal, ob er da heute Lust zu hat. Aber ja, du hast es angesprochen, Termine. Ist es schon offiziell im März? Darf man das schon sagen, das große nächste? Ja, das im März ist auf jeden Fall schon offiziell. Auf jeden Fall schon offiziell, ja. Dann also im März am 13. März. Genau, am 13. März, da feiern wir mit der Spieleschmiede wieder eine Online-Messe. Die Spieleschmiede Live hatten wir letztes Jahr auch schon. Also da gibt es interessante Einblicke hinter die Kulissen und auch da dürft ihr jede Menge Fragen loswerden. Und direkt am 14. März, einen Tag drauf, werden wir dann die Beard Game Geeks machen wieder. Das ist dann aber schon die übernächste Folge. Was trotzdem cool ist, weil dann sind wir tatsächlich mal wieder zusammen im Studio. Das was stimmt wohl. Schon doch cooler ist, als nicht zusammen im Studio zu sitzen. Ja, definitiv. Genau, aber das ist genau, also das ist die übernächste Folge Beard Games, aber wichtig halt schon mal, sich das vorzumerken, quasi das Spieleschmied live, weil das wirklich wieder so ein Ganztages-Event ist. Da freue ich mich auch schon drauf. Da komme ich auch endlich mal wieder zu euch. Das wird bestimmt richtig witzig. Genau, dann müsste die nächste Folge Beard Game Geeks müsste dann der 14.2. sein. Das ist Valentinstag. Das ist Valentin, das ist richtig. Also mir ist das... Aber wenn mich ich sag jetzt einfach mal, mir ist das egal. Das klingt jetzt ein bisschen assi. Ich frag mal meine Freundin, ob das ihr auch egal ist, aber eigentlich finde ich so kommerzialisierte Tage, an denen man sich sagen soll, dass man sich gern hat, blöd. Ich bin tatsächlich auch am Valentinstag mit meiner Freundin zusammengekommen. Ich weiß, unfassbar kitschig, aber es war ein Zufall. Das war nicht geplant. Dann musst du natürlich noch abklären, ob du an dem Tag wirklich, wirklich Beard Game geeken darfst. Darf ich, ja. Darfst du. Das ist ja schön. Definitiv. Was wollte ich noch? Genau, jetzt haben wir, eigentlich wäre ja der vierte Montag im Jahr, im Monat, fragt die Schmiede, was der kommende Montag wäre. Aber da bin ich hoffentlich, sofern da nicht noch irgendwas dazwischen kommt, auf der Piste. Deswegen wird das der 31. Januar mit fragt die Schmiede. Genau. Und das sind erstmal so die nächsten Termine. Ja, klingt vernünftig. Auf jeden Fall. Bis dahin starten natürlich noch ein paar Projekte. Ich kann ja schon noch mal die Werbetrommel rühren für Land und Meer, was in dieser Woche auf jeden Fall in die Schmiede kommt. Haltet die Augen auf. Ich finde es richtig, richtig cool und darf es auch mit unterstützen. Also auch meiner Freundin hat das sehr gut gefallen. Haben das am Wochenende jetzt schon mal angespielt. Kann ich auch mit unterstützen, finde ich. Ja, also außer, dass ich unfassbar schlecht offensichtlich in dem Spiel bin, finde ich das Spiel an sich super. Du warst aber auch das Meer, ne? Ich war beides mal. Beim ersten Mal habe ich die Schuld Ryan zugeschoben, weil das war einfach. Wir haben online gespielt, da konnte er sich nicht wehren. Beim zweiten Mal saßen wir alle vier ja in einem Raum, wie du dich erinnerst. Ja. Und da war es ja dann schwierig zu sagen, ich weiß gar nicht, ich glaube, da war ich mit Frank zusammen in einem Team. Aber war natürlich auch Frank schuld, klar. Nee, ich war beides, glaube ich, einmal und ich war beide Male nicht gut. Also beide Male haben wir uns darin verrannt, möglichst also ein riesiges Ding, Land oder Meer, fertig zu kriegen, was man natürlich sabotieren kann. Und beide Male hat das genau nicht funktioniert. Ja, so auf ein großes Konzentrieren, das habe ich auch schon gemerkt, ist knifflig. Und ich hatte in den ersten, also beim ersten Spiel immer, ich war mit Rico mehr. Okay, also Laura schreibt gerade, du warst wohl beim ersten Spiel mit Ryan Land auf jeden Fall. Ja, dann war ich mit Frank, glaube ich, mehr.
Dann ist das, also ich finde im ersten Spiel das Meer tatsächlich kniffliger, weil irgendwie das Gehirn und das Auge so drauf geschult ist, die Landflecken da besser zusammenzubasteln. Dass ich aber noch schlechter in dem Spiel bin, weil ich das nicht kniffligere trotzdem verloren habe, siehst du mal. Ja, aber trotzdem das wollte ich damit herausgestellt. Ja, ja, das, ich wollte das auch nur noch mal betonen. nicht, dass hier die anderen schuld sind. Nee, nee, alles gut. Aber du kannst schreiben, sie und Rico hätten ein großes Meer zugekriegt. Also das, ja, du immer mehr Salz in die Wunde rein bei dir. Natürlich, das, natürlich. Der lieben Laura gebe ich nochmal Tipps hier. Unfassbar, unfassbar. Schöne Grüße. Ja, damit haben wir auch die nächsten Termine. Was ist noch zu sagen? Ihr dürft natürlich immer Abos da lassen. Das geht dann wieder ins nächste Charity-Event, fließt das mit rein. Was kann man, ich vergesse immer die Hälfte, was man noch alles machen kann. Ja, du kannst alle Sachen machen, die du bei Twitch machen kannst, von denen wir beide so richtig viel Ahnung haben. Prime-Abos verschenken irgendwie. Ja, das, genau. Punkte sammeln. Uns einfach nach PayPal fragen, ist kein Problem. Punkte sammeln, die kann man dann auf der Spieleschmiede oder während der Spieleschmiede live wieder verwenden. Ja, und damit haben wir, glaube ich, für heute alles, was eigentlich, ne, eine Sache muss man jetzt schon noch sagen, das ist nämlich schon eigentlich auch ein bisschen schade, fällt mir gerade so auf. Es ist jetzt seit geraumer Zeit, für die das später hören und nicht sehen können, im Hintergrund ein wunderschönes Bild von Nordlichtern zu sehen. Ob das jetzt wirklich ein echtes Foto von der Cruise ist, zweifle ich an, weil da ist auch noch so ein Cruise-Schiff drauf. Aber es war tatsächlich so, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen mit Felix, aber das hatte der Sven Siemens zumindest auch erzählt, dass die wirklich am letzten Abend dann noch Nordlichter gesehen haben. Und da bin ich auch schon sehr heiß drauf. Also von daher, ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, über die Nordlichter. Das machen wir dann nach der Tour dieses Jahr, wenn wir die hoffentlich auch sehen. Genau. Ja, also da wollen wir dann natürlich auch einen Erfahrungsbericht, auf jeden Fall. Kriegst du. Du kriegst einen, ich werde dich sehr lange sehr neidisch machen, bis du dann auch mitfahren kannst. Ja, 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 das prallt an mir ab. Ja, ja, weiß ich doch. Kannst du. Weiß ich doch. Alles gut. Ja, wunderbar. Dann wünschen wir euch allen, also Grüße zurück übrigens noch von Laura, nicht, dass das jetzt untergeht hier. Dann wünschen wir euch allen einen schönen Abend für heute. Schön, dass ihr da wart und zugeschaut habt oder zuhört, wenn ihr das jetzt im Podcast dann euch reinzieht hinterher. Und ja, beim nächsten Mal, seit sie zugesagt haben, habe ich noch keinen Kontakt mehr gehabt, aber theoretisch werfen wir dann einen Blick auf, was es alles, ja, was man alles mitbringen muss, um eine riesengroße Brettspiel-Facebook-Gruppe zu moderieren. Das vielleicht so als Teaser schon mal fürs nächste Mal. Und da freue ich mich schon drauf, lieber Malte. Auf dich freue ich mich auch, wenn wir uns dann hoffentlich, ich glaube, nach den nächsten Beard Game Geeks sehen wir uns dann mal wieder. Dann sehen wir uns mal wieder in echt, dann kommst du, dann sind wir ja quasi in deiner Heimat. Genau, so, komm ich zu dir in meine Heimat, das ist auch lustig. Auch wundervoll. Hauptsache wir zocken zusammen, wo und wie, ja, ist auch eigentlich fast egal. Auf jeden Fall. Also Hauptsache in echt, nicht online, ja. Na, passt. So, dann jetzt kommt Matthias hier rum und will irgendwas machen. Achso, ne, ich kann. Was? Das wird super, okay, schön im Podcast. Was? Hä? Was? Hä? Was? Warum? Ich krieg jetzt so irgendwas aufgeschrieben. Ich weiß nicht, was er. Ja, du kriegst wahrscheinlich. Das hat mit dem Raid, glaube ich, zu tun. Damit wir auch sagen können, wen wir raiden. Ja, genau. Das ergibt Sinn. Für alle, die genauso versiert bei Twitch wie ich sind, ich musste das auch erst lernen, es werden dann alle ZuschauerInnen von unserem Stream automatisch zu einem anderen Stream gelenkt, was dann für den oder diejenige, der dort streamt, mehr Publikum bedeutet. So, also ich gebe jetzt hier einen Raid ein und genau, ihr werdet da alle rübergezogen und wir schalten hier die Kamera aus. Das hatten wir nämlich beim letzten Mal, dass man uns da noch gesehen hat. So, dann gucke ich mal, ob das jetzt funktioniert. Dieser Kanal richtet sich an Erwachsene. Ja, kriege ich hier eingeblendet. Was hat denn der Matthias da schönes rausgesucht? Zuschauer sind bereit, Melke 1 zu raiden. Na, dann gucken wir mal, was Melke 1 so macht. Melke 1, na, da bin ich ja mal gespannt. Ich muss dann also jetzt raiden drücken. An unsere Zuhörer und Zuschauer, macht's gut. Jetzt ist das weg.
Ja, jetzt, der Raid hat schon stattgefunden. Der malt eine Frau. Witzig. Dabei habe ich gar nicht mehr gedrückt, aber nun gut. Jetzt hat er auf jeden Fall 61 neue. Ja, ich glaube, wir sind dann raus. Ich denke auch. Also zumindest läuft jetzt auf Twitch. Warte mal. Dankeschön. Was? Ja, er redet jetzt mit uns. Warte mal. Dann sagen wir jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.